Ich kämpfe ganz gern mal in meiner Freizeit. Wenn mit Jungo, der man Sparring macht, 3 Runde, der Mann ist tot, kann nicht aushalten. I left everything to prepare for this and I can't wait. Takže nech si spraví 7-7 prvýkrát a nech sa nachystá na Daniela Hromeka. Ich war 2 Wochen in Schweden bei einem ehemaligen Gegner von mir, Andreas Stahl. Der hat mich eingeladen, zu sich nach Schweden zu kommen. Da haben wir 2 Wochen miteinander trainiert. Und ja, war gut. War die erste Zeit des Trainingscamps, war ich dort. Trinkt mal einen Schluck, packt eure komplette Schutzausrüstung nochmal drauf, ein bisschen Vaseline ins Gesicht rein, ne? Und dann starten wir gleich Vollgas durch. Ne? Ist jemand, der heute zum ersten Mal hier ist? Wollen wir ein bisschen Spaß haben jetzt heute? Ein bisschen die Fäuste liegen lassen. Wenn mit Jungo, der man Sparring macht, 3 Runde, der Mann ist tot, kann nicht aushalten. Muss halbe Stunde ausruhen. Los. Aussage so, Anschlag 20 Sekunden, gib nochmal Vollgas. Wir sind hier heute vor der PSD Bank Arena. Hier wird heute ein Footballspiel sein. Frankfurt Galaxy spielt. Hier ist wie so ein kleines Fanfest und wir machen eine Octagon Promotion für unser Event in 2 Wochen in Frankfurt am 16.09., wo ich um den Titel kämpfen werde. Ja, es wird mein erster 5-Runden-Kampf werden. Ich bereite mich eigentlich immer drauf vor, weil ich eine sehr gute Kondition immer habe und deshalb auch davon ausgehe, dass sie für 5 Runden reichen wird. Ich weiß, dass sie für 5 Runden reichen wird. Ich versuche immer ans Limit zu pushen in den Trainings und ja, ob das jetzt über 5 Runden geht oder vorzeitig endet, ich bin voll vorbereitet. Katharina ist der Beweis dafür, dass harte Arbeit sich immer auszahlt. Denn ich kenne Katharina seit einigen Jahren und ich habe selten eine Frau gesehen, die so fleißig ist, die so viel trainiert, mit so viel Hingabe, und das muss einfach belohnt werden. Ich darf Teil davon sein, dass sie in kürzester Zeit Geschichte, deutsche MMA-Geschichte schreiben wird, und das ist für mich besonders. Ich liebe diesen Sport, ich liebe mein Team und die erste weibliche Championess, das ist was ganz Besonderes. Ich kämpfe ganz gern mal in meiner Freizeit. Ansonsten, ich habe jetzt nicht so viele Hobbys. Ich häkel ganz gerne, um ein bisschen runterzukommen. Ansonsten ist mein Training eigentlich gefüllt, mein Training auch, aber mein Tag ist gefüllt mit Training und Arbeit und dadurch mache ich nicht mehr so viel außerhalb in meiner Freizeit. Bleib, wir gehen jetzt direkt drauf, gespielt hintereinander im Entenmarsch. Das ist eigentlich ein bisschen wild. So, Fanshirt, es gibt nur ein Fanshirt hier. Katharina, da liest er. Einzige Fanshirt, das ihr haben müsst. Katharina ist der Beweis dafür, dass der MMA-Sport sich extrem entwickelt hat. Katharina wird möglicherweise die erste deutsche MMA-Championess. Und auch für viele Mädels da draußen ist es eine unheimliche Motivation, dass man kämpfen kann für seine Träume, dass das nicht nur ein männerbelasteter Sport ist, sondern dass da Mädels genauso ihren Platz haben. Und was soll ich sagen, Katharina ist dein Vorbild im Cage, ist dein Vorbild außerhalb des Cages und zeigt einfach, dass es nie zu spät ist, Träume wahr werden zu lassen. In 2 Jahren sehe ich mich immer noch als Championess bei Octagon. Jetzt ist natürlich mein Fokus erstmal auf dem Titelkampf in 2 Wochen, den erstmal zu gewinnen und zu holen. Und danach wird sich alles ergeben. Ich werde natürlich versuchen, danach den Titel zu verteidigen und eben Championess zu bleiben, solange es geht. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.
you know, every fighter that steps inside the octagon see himself as the favorite. I think I'm gonna win this fight. I see myself as the favorite of this match. And what I think of my, about my opponent is that he's really tough. His cardio is super, and I'm ready for this. You know, I'm prepared for everything. For this fight, the advantage, as I told before, is that he's a fresher fighter. He hasn't been so much damaged like Zhangworth. He hasn't been in so many fights in the, you know, couple of years, because after the coronavirus, every fighter was out of commission. So, you know, Zhangworth has a lot of fights, and I think that he hasn't rested properly, and he hasn't, you know, he's actually, the pressure is on him. So I believe that Palaiologos has fought in the octagon 4 months ago, and he's a fresher fighter. I think he's the most experienced fighter, and I think he has more tools, and he has the reach advantage. But it's a very, very tough fight for Palaiologos, but we will try to utilize that he maybe is the most rest fighter of those two. You know, all the summer I was preparing for this fight. It's a really, really big fight for everyone inside Octagon, for me, for my opponent for sure, for Frankfurt, for Germany. I could be anywhere this summer with my family, relaxing, having my money, my business. But, you know, I'm really comfortable when I'm comfortable. So I left everything to prepare for this, and I can't wait. We have fought 2 times in the Octagon. Palaiologos has fought 2 times, and he hasn't won. We really need a win. For us, it's a matter of pride that, you know, we need a win. And he will be very, 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 his fame will grow after this fight if he wins. I think that it will be a very, you know, boost for Palaiologos in this run in the Octagon. So he can have a contract, you know, go for a bigger fight, go for the title and stuff like that. Palaiologos is always prepared, and, you know, he's a very experienced fighter. Actually, the experience factor is on the side of Palaiologos, not on the side of Zhangworth. Zhangworth also comes from a loss in the Octagon. Palaiologos also comes from a loss in the Octagon, but Zhangworth is more active the, you know, past few months, actually years, not months. He has like 20 fights in very small amount of time. So I think that Palaiologos is a fresher fighter, and this is, I believe, the advantage of Palaiologos for this fight. Zranenie sa, akože neviem, ani nechce sa mi o tom moc baviť, proste však je to v pohode, dúfam, že to bude v pohode, koleno poslúcha a ja som spokojný, je to pevné, spárujem naplno, všetko robím naplno a je to dobré. Mojou motiváciou je hlavne asi to, proste dosiahnuť čo najlepšie výsledky, čo sa týka športu, aby som bol sám za sebou spokojný, aj bola spokojná so mnou moja rodina a ľudia, čo sú pri mne, blízky, ktorí ma aj podporujú. A chcel by som proste dosiahnuť vysoké mety, ale ťažko sa o tom rozpráva, pretože není všetko úplne na dosah a není všetko jednoduché. Takže uvidíme ešte, jak sa všetko bude vyvíjať, ale ja verím, že všetko sa bude vyvíjať podľa mojich plánov a to je dôležité. Môjmu súperovi by som odkázal v prvom rade, nech sa nezraní, nech sa dobre nachystá na mňa, pretože budem nebezpečný. A nech dobre vyzhadzuje, pretože som chcel catch weight a nechcel to narýchlo. Takže nech si spraví 77 prvýkrát a nech sa nachystá na Daniela Hromeka. Der Grund, warum ich so populär geworden bin, ist, denke ich mal, ich bin real. Ich bin ein Real Fighter, ich bin so, wie ich bin. Ich bin authentisch. Entweder man liebt mich oder man hasst mich. Und ich bin geradeaus. Und das schätzen meine Fans, das ja, lieben sie. Und ja, so bin ich einfach. Bei mir gibt es immer Action. Den Kampfname von meinem Gegner interessiert mich nicht, weil ich bin der Kelt. Und der Kelt kommt für die Schlacht, um zu gewinnen. Ja. Und alles andere ist mir scheißegal. Also die Stimmung in Oberhausen, das war wirklich brutal. Das war grandios.
Das war, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe, die Videos anschaue und dran denke. Das war einfach der Hammer, wie ich dort empfangen wurde mit meinem Einlaufslied und jeder mitgesungen hat. Da war ich wirklich überrascht. Und ja, ich danke den ganzen Fans, dass sie mich so unterstützen, so supporten. Und ich denke, in Frankfurt wird nochmal oben einer draufgesetzt, ja, von stimmungsmäßig. Ja. Ich freue mich schon.